Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Wir befinden uns immer noch in dieser Bibliothek, beziehungsweise sind gerade rausgekommen und ja, gucken mal, was hier draußen abgeht. So. Ein Wald, wir hassen Wälder. Ich zumindest für meinen Teil. Lass mich um die Ecken gucken. Okay, da ist ein kleiner Mensch, der mich... Ich hasse auch Eis. Okay, bin ich getroffen. Aber wenn man sich nicht von denen treffen lässt. Oh. Oder von dem. Okay. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Jetzt sind es natürlich zwei. Ist sehr ärgerlich. Okay, jetzt ist es offiziell. Ich hasse Eis. Okay, einer ist weg. Der zweite kriegt auch einen Stich. So. Ah. Ein blauer Brocken. Okay. Guck mal, da unten ist eine richtig schöne Eiswelt. Der Typ da, der uns gekillt hat, hieß der Schuppenlose Hans, war ja auch so ein Eistyp. Eventuell müssen wir zu dem hin. Kommen wir hier rauf irgendwie? Nee, kann man nicht. Das ist nur eine funkelnde Eiswelt. Gut. Ja, da sind noch mehr von den Eishainis. Okay, pass auf, bevor wir uns mit Eishainis gehen wir einmal hier ums Schloss rum. Gucken, ob wir noch irgendwas finden können. Hier irgendwas übersehen. Wer weiß, ob wir hier draußen sein sollen. Aber ich meine, sollen wir wahrscheinlich, wenn es ein graues Tor gibt. So. Ah, steht einer und hält Wache. Da ist eine ganze Horde da hinten. Weiß nicht, ob wir die vielleicht pullen können. Gucken wir erstmal hier um die Ecke, ob hier noch einer ist. Oh, guck mal, da liegt eine Leiche auf jeden Fall. Und ein kleiner Eisdämon. Oh, da hat er mich erwischt. War ich zu unvorsichtig. So. Ich glaube, ich werde meine Ausdauer höher machen, damit ich öfter schlagen kann. Das ist irgendwie sinniger, als dieses nicht so oft schlagen können. So, wir testen mal, ob wir die rausholen können. Einen zumindest. Ah, will nicht. Okay, der hinkommt. Super. Ich glaube, mit drei sollte man sich nicht anlegen. Das ist dann doch wieder zu übertrieben. Gut. Und zum nächsten. Das ist doch gut. Einzeln gefallen sie mir viel lieber. Viel besser. Und den nächsten. Komm hier. Komm zu Papa. Nimm mal den Po. So. Warum ist hier drei Stück standen? Liegt daran, weil hier ein Geheimgang ist. Nein, schade. Also cool, wenn man das sagen würde und dann passiert es, dann denkt man alle, oh mein Gott, der kennt sich hier aus. Okay, hier ist kein Geheimgang. Wir gehen weiter rum ums Schloss rum. Da gibt es ja noch einen anderen Weg, wo man wieder reinkommen kann. Bevor wir hier einen Baum fällen. Ah, geht nicht.
Das wäre noch nett gewesen. Da ist noch so ein Eisgolem. Da alleine, ja. Ich komme ja nicht hoch, Eisgolem. So runter zu mir. Oh, den hätte ich noch abwehren müssen. Okay, das war dumm, aber wir heilen schnell. Wir haben jetzt noch ein bisschen Leben. Weiß, wie weit wir kommen. Hier liegt auf jeden Fall noch jemand. Kristallhelm, Rüstung, Kristallhelm, Kristallhelm. Gucken wir uns gleich alles mal an. In einer ruhigen Minute. Ist gerade keiner. So. Kurz fest, gerades Kristall. Die sind natürlich schlechter, die Kristallschwerter, glaube ich. Zumindest machen sie ordentlich Schaden. Aber. Huch. Wo sind denn die? Wo sind die? Da, die Ausrüstung da. Kristallausrüstung. Hier dann auch irgendwas Cooles? Der Helm? Die Macht der Kristallgewehr einen hohen Verteidigungswert. Okay. Könnte man ja noch mal irgendwann mal anziehen. Im Moment aber nicht. So. Noch mehr Kristallmonster. Noch eins, den holen wir mal ran. Oh, kann ich nicht runter? Scheiße. Brocken. Hat er denn irgendwas bewacht da hinten? Gucken wir mal hin. Tatsächlich hat er nichts bewacht. Schade. Oder kann man hier irgendwas kaputt hauen? Ich kann mit Feuer hier irgendwas machen. Eis zum Schmelzen bringen. Und zwar einen ran hier. Einen dicken da. Die beide? Ach shit. Wie er den oberen nehmen sollen. Wohl. Und den hier kaputt machen? Ah. Ja, er ist schon mal gekillt. Gut ist ja, dass sie so langsam sind. Dann kann man die relativ schnell platt machen. Okay, also. Hier gibt's nichts. Noch weiteres. Die Gegner haben wir alle gekillt. Okay, also können wir da unten. Da. Und da irgendwie hin. Aufgehen. Ja. Voraus. Okay, hier geht's weiter. Die Kristallhöhle. Okay. Schauen wir uns die Kristallhöhle mal an. Oh. Scheiße. Das ist euer Ernst. Das ist wohl rutschig da. Und nicht nur ein bisschen. Sehr rutschig. Okay. Ich bin tot. Oh Scheiße. Da geht's raus. Das ist ja wirklich blöd. Mann.
Da. Gut. Leider kein Leuchtfeuer in der Nähe, oder? Wie für uns sehr praktisch. Wir müssen uns den Weg jetzt mal dahin wieder freikämpfen. Und wir müssen ja, glaube ich, nicht alle töten. Eieiei. Eieiei, zwei. Okay. Den Hintern habe ich nicht gesehen. Natürlich dumm. Weg. Nee, nee, den Schwinger. Verpasst mich nicht! So. Wir gehen direkt runter zur Höhle. Ich habe keine Lust, alle jetzt zu killen wieder. Aber, Probleme sind in der Höhle. Dass wir da ja irgendwie gar nichts gesehen haben. Ich wurde ja irgendwie, bin ich da einfach nur runtergerutscht und ging drauf. Wo kann man den vorbei? Nein, können wir nicht. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Schade. Okay. War zu weit weg. Oh, da hat er mich ordentlich verpasst. Ordentlich angepasst. Auch noch. So, heilen wir uns kurz. Nochmal. Bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt weiterkommen. Hier sind meine Sachen. Schon mal gut. Okay, aber wie kommen wir denn da? Ist hier zu glatt? Kann ich da runter? Da unten ist ein Eisgolem. Können wir hier stehen? Da hoch zu uns, ja. Nein! Ach Mann. Okay, wahrscheinlich geht es eher hier längs. Hätten sie noch runtergerutscht und runtergefallen. Gehen wir hier längs. Oh, hier geht es weiter runter auf jeden Fall. Gut zu wissen. Da fliegt irgendwas. Ein bisschen Angst, dass das mich killen kann. Immer und ganz vorsichtig. Da geht es wieder weiter runter, glaube ich. Ist auch so ein bisschen merkwürdig hier. Sieht irgendwas? Kann denn da was stehen? Sieht mit in der Luft. Okay. Dich daran kann ich aber nicht. Ach, guck. Hä? Warte mal. Fällt die ganzen Schneeflocken runter. Also warte mal, wenn ich auf die Schneeflocken. Also die Schneeflocken? Gehen. Kennt ihr Indiana Jones? Ja, natürlich, ne? Im dritten Teil gibt es auch so eine Stelle, wo sie zum Heiligen Gral sind. Ein Weg ist voraus.
Okay. Also, die Schneeflocken. Wenn die hier, da wo die drauf fallen, da könnte ich glaube ich gehen. Und da wo die weiter runterfallen, nicht. Guck mal, ganz rechts fallen sie ja ganz weit ins Unendliche. Aber hier kann ich glaube ich gehen. Da wo sie aufprallen, kann das sein? Boah, scheiße. Natürlich genau sehen, wo die aufprallen. Da kann ich sehen noch. Da oben. Ja, da gehen. Keine Ahnung. Aber die fallen doch hier auf dem Weg drauf. Das ist doch bekloppt. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Das ist ja abgefahren. Aber wenn man genau hinschaut, kann man es auch sehen. Durch diese. Der Schmetterling da hinten. Das sieht aus wie dieser Schmetterling, den wir mal besiegt haben. So, da kommt wieder so ein Eisgolem. Da müssen wir schon aufpassen. Oh, okay, da haut aber mehr ordentlich Schaden raus. Nehmen wir schon umrunden. Trinken. Das war nicht meine Schuld, da ist er selber runtergesprungen. Trinken wir mal lieber was. Wir haben schon härter als die anderen. Bin ich mal runtergerutscht da. So. Ich glaube, den Schmetterling sollte man nichts tun, oder? Die greifen ja nicht an. Ich könnte die natürlich mal abschießen, aber ich habe ein bisschen Angst. Hier sind wieder Schneeflocken, das heißt, hier gibt es bestimmt wieder einen Weg. Ah, guck mal, da ist auch so was, da steht sogar was. Ist das der richtige Weg? Das ist nicht. Anscheinend. Da unten liegt jemand. Man könnte natürlich jetzt hier runterspringen. Und sich das holen. Gleich fällst du tief. Okay, also müssen wir wahrscheinlich hier runter. Vorsichtig kämpfen gegen den. Boah, der haut aber auch eine harte. Oh, schnell was trinken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lass trinken. Nein! Oh! Ist nicht sein Ernst. Ich hab ihn aber noch erwischt, ne? Und dann. Ach, oh, so ein Scheiß. Oh, so ein Kack. Ich hatte ihn doch. Ich hatte ihn doch, diesen Bastard. Ah, das ärgert mich total. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Menschlichkeit machen und hier mit mehr reingehen. Weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Ja, komm mal raus. Ja. Was habe ich noch? An Menschlichkeit meine ich. Menschlichkeit habe ich 3. Das ist natürlich nicht so viel. Aber komm, wir versuchen es noch einmal so. Vielleicht finden wir da drin ja auch noch ein Leuchtfeuer. Machen wir es lieber da drin, wenn wir in die Nähe vom Boss kommen. Als hier. So, ich will jetzt irgendwie da. Irgendwie da hinkommen, ohne dass ich so viele von denen erledigen muss. Also wir gehen einmal hier außen rum. Vielleicht kommen wir den beiden ja. Und müssen uns nur mit den beiden hier unten abmühen. Nee. Die müssen wir auf jeden Fall haben.
Da kommt noch einer, ich höre es schon. Drei sogar diesmal, super. Ah ja, richtig gut gemacht. Ist die Frage, ob die mir überhaupt hinterherlaufen, wenn ich da reinrenne. Ich mache es einfach mal. Oder ob ich denen so ein bisschen egal bin. Drin bin erstmal. Tatsächlich kommen die hinterher. So, wir gehen mal hier weiter und versuchen den einfach loszuwerden, indem wir hier runterlaufen. Vielleicht fällt er ja auch irgendwann runter. Hier fällt doch auch was runter. Hier kann man doch bestimmt längs gehen, oder? Sieht man das? Sieht das nicht so aus? Guck mal. Guck mal hier. Eine Menschlichkeit. So. Darunter. Okay. Ich weiß auch nicht, wie der breite Weg ist, ne? Aber guck mal, dieser Golem hier ist weg. Das ist schon mal gut. Warum der weg ist? Der war auch stärker. Vielleicht liegt es daran, dass wir ein bisschen stärkere sind. Oh, ich rutsche mal ein bisschen runter. Genau, hier war der Weg. Und der Golem ist auch weg. Den haben wir nämlich auch gekillt. Brocken und hier sind unsere Sachen. Gut. So, weiß nicht, ob wir in die Richtung weiter sollen. Hier fahren wieder Schneeflocken runter. Ich weiß, wenn wir aber nicht hören, ob wir da längs sollen. Anscheinend ist es der Weg, ne? Testen wir mal. Oh oh, hier keine Schneeflocken mehr. Alter. Da fallen die links und rechts von mir runter? Ne, da geht's längs. Hier waren wir doch schon. Bin ich jetzt nicht verkehrt. Hier waren wir doch schon. Und da, wo wir gekommen sind. Von da oben. Genau. Dann sind wir da längs gegangen und da sind wir runtergefallen. Tief. Dann gibt es noch einen anderen Weg hier. Mal mit denen reden. Ach shit. Kämpfen wollte ich eigentlich nicht gegen den. Scheiße.
Hätte ich den mal nicht angesprochen. Und jetzt? Landet er auch mal genau wie der andere Schmetterling? Anscheinend nicht. Das ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Gib zu. Ja, aber hier geht's weiter auf jeden Fall. Ja, auch. Da ist auf jeden Fall der Sch. Oh. Och man. Okay, wir wissen auf jeden Fall, was wir nicht berühren sollen und da geht's weiter. Sehr gut zu wissen. Und an den ganzen Eis-Dingern laufen einfach vorbei. Die können uns mal. Gehen wir schon hin. Ist das ärgerlich oder was? Okay, die sollte man in Ruhe lassen. Ah, so lernt man es aus, ne? Hätte sein können, dass das irgendwelche Gefangenen sind, die uns helfen bei irgendwas. Aber anscheinend ist es nicht so. So. Wir laufen jetzt einfach da rein. Ob wir die auch irgendwie loswerden können. So wie gerade eben, das war ja ziemlich gut. Mal weg. Soll er doch kommen? Akku? Links. Und da. Also zu den Schmetterlingen gehen wir nicht mehr. Die sind doof. Wir mögen die nicht. Widerliche Insekten. Sachen, ist auch nicht schlecht. Bitte nicht ganz weg. Okay. Wie kann man irgendwie rüberlaufen? Was macht das denn anscheinend, wenn man sich die Schneeflocken anguckt? Gut. Hier liegt jemand? Gucken wir uns auch kurz. Oh. Nein! Oh, das ist so blöde. Ja, kurz was. Gut, hier drin. Okay, wir sind. Und das für Viecher? Muscheln? Okay, oh. Und das sind für eklige Viecher. Oh, okay, boxt mich. Nein, oh, weg hier, weg hier, weg hier, oh. Okay, die sind gar nicht mal ungefährlich. Schauen wir uns das nächste Mal an. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Für heute machen wir erstmal Schluss. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.